noch höher. Dass ich da wieder der Vollblöd mache. So. Schnell mal speichern. Jetzt suchen wir uns hier gleich mal eine schöne Deckung. Hauen wir oben mal schön Granaten rein. Wir hier einfach nur die ganze Zeit am Waffe weg. Hier ist ein Medikit. Detektor nicht unter Kontrolle. Alter, du kriegst doch Schaden, verreck doch. Jawoll. Ja, war's das schon? Alter, hier explodiert ja auch alles, ey. Okay, übertreib's halt dieses Spiel. Ja, nö, ist klar. Nö, ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung, dass du mir einfach mal die ganze Lebensenergie rausziehst, ne? Und dann, Priorität 1, Aufgabe. Ausbruch. Schlupf, Granate rauf. Alter, unsere Leute sterben hier einfach nur weg, ey. Sterben. Schnell hier hin und hau wieder ab, bevor das Ding wieder alles wegschmeißt. Ha. Wo bist du, du blöder Arsch? Boah, ist das laut. Wow. Alter, das Ding zerlegt das ganze Gebäude hier. Zeit 9 Meter. Mission 14 Grad.
Agreement, Ghost, Kamikaze-Attacke, Rotflinte. Ja, dann kommt mal mit, dann macht mal. Ja, ja, du blödes Ding, ist okay. Ich mach dich jetzt gleich platt und dann ist hier oben. So, zuerst mal muss ich meine ganzen Sachen hier schnell auf Vordermann bringen. So, wir haben alles am Start. Was war das jetzt? Ach, Scheißdreck. Ich habe versehentlich den Ding ausgelöst, den blöden Granatenwerfer an der... Oh, ne, doof. So, sonst noch jemand? Irgendwelche Fragen, Anträge? Nein? Gut. Dann gehe ich jetzt noch mal schnell runter, um meine Energie aufzufüllen. Da, jetzt wollte ich schon sagen, der Ausgang ist blockiert. So. Oh, da war noch was drin. Sorry, Freeman. Oh ja. Sorry, Freeman. Muss ich mal speichern. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Was gibt's denn da drüben? Gibt's hier was? Da, nimm das Medikit. Ja, damit hast du nicht mich gemeint. Ach, ich glaube, ich muss hier wieder auf schmalen Graden wandern. Moment. Gewehr hätte ich ganz gerne noch voll neu laden. Irgendwo sind hier noch Combine. So, vorsichtig, vorsichtig. Aua. So, wo gibt's noch? Da, 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 läuft einer. Nachladen, nachladen, springen, springen, Tänzchen, Deckung. Ist über den Platz gestürmt, hat Wendung gerannt und er scheint nach Alex zu suchen. Ja. Er scheint sich näher einzubilden, dass sie eine Zitadelle ist. Ich glaube kaum, dass es Alex gefällt, wenn er Ärger bekommt, aber er war nicht aufzuhalten.
Tja, ich könnte mal Muni gebrauchen, ne? Egal. Kriegen wir bestimmt da drin. War da noch was? Nee. Trotzdem mal ganz kurz hier schnell in die Nebengasse. Haben wir hier vielleicht irgendwelche Energiekisten? Nein. Mann, 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 die Stadt schaut aus, ey. Hier ist ja ein Krieg, das gibt's gar nicht. Geh dort, nicht dort. Da kommst du nicht durch. Ich glaub, mein Schwein. Ich glaube, er möchte, dass du durchgehst, Gordon. Beeil dich. Warum? Ich will nicht. Oh Mann, immer muss ich in irgendwelche dunklen Löcher springen. Und wenn du Breen triffst, sag ihm das von mir. Leck mich! Ja, werde ich machen. Toll. Es ist dunkel, es ist kalt und unheimlich. Unsere Wohltäter. Alter, wo sind wir denn hier jetzt, ey? Das ist also die Zitadelle. Ist ein bisschen groß, wa? Dass da gerade eine Headcrab war. Okay, das war ein riskantes Manöver, aber ich habe es gemeistert. Und wo treiben wir uns jetzt hier eigentlich rum? Ist hier irgendjemand daheim oder so? SOS, SOS. Nee. In jeder Ecke können die Gefahr lauern. Ha! Tja, nun. Oder auch nicht, ne? Ups. Wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin? Ich meine, wir turnen hier jetzt in irgendwelchen... auf irgendwelchen Metallträgern hier rum und... eigentlich weiß keiner, wo es hier genau irgendwie wohin geht. Oh. Okay. Ich hielt es mal für vernünftig, hier einzusteigen, weil da drüben sieht es ein bisschen ungesund aus. Dann gucken wir doch mal. Tralala, ich speichere mal ganz kurz. Oh, 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 ui, 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 wir gehen ins Licht. Nein, nein. Nein. Ui. Oh. Wir leben und sind irgendwie gefangen. Ich kann übrigens nichts machen. Ha. Und jetzt einfach mal das Ding da gestreift. Aber nein, ich kann hier irgendwie
nichts machen. Also, ja, wir können hier die Aussicht genießen und zuschauen. Da unten ist ein scheiß Combine. Was sind das da unten für Typen? Was ist das hier, ey? Das ist so eine Gefangenenkapsel, wo der Eli auch drin war. Sind das alles Gefangene oder was? Das für Viecher? Das ist auch Combine, bloß ohne Rüstung oder was? Oh, da unten kommen noch so ein paar Strider. Können wir auch gleich mal kaputt machen. Hallo. Ja, speicher mal, weil es hier gar so langweilig ist. Ui. Hier werden die Helikopter gebaut. Können wir ja wieder ein paar abschließen. Und ganz ehrlich, die bauen noch die Helikopter nur, damit ich sie abballern kann. Tuff, 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 die Eisenbahn. Langweilig. Passiert da auch nochmal was? Ah, jetzt passiert was, oder? Ich will hier raus. Speichern. Oh. Ende der Fahnenstange. Ui. Ui. Schön. Sicherheitsalarm. Nicht registrierte Waffen entdeckt. Was? Übernahmefeld aktiviert. Was? Nein, 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 nein. Ich will hier raus. Ich will. Was? Ich meine Spaß 12. Nein, die ist doch nicht auf die Kraft. Huch. Ui, 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 ui. Fehler des Übernahmefelds. Sicherheitsalarm. Illegales, nicht resonantes Singularitätsgerät entdeckt. Aha! Bums! Cool. Das ist also Dr. Freeman. Was? Bums. Dies ist keine angenehme Überraschung, denn es war zu erwarten und Sie stimmen sich jetzt zu, es ist auch nicht angenehm. Egal, Alter, wir haben hier eine Ultra-Damage-Waffe. Das macht so Bums. Bums. Was? Mann. Ich gebe euch hier. Nehmen wir schon die Einrichtung auseinander. Ui, da ist ein Energiedings. Yo. Alter, Alter, wir haben jetzt eine Ultra-Damage-Waffe. Wir haben 200% Anzug. Alter, ich glaube, wir sind hier gerade mal so schwer unterwegs. Das glaubt mir keiner. Das nehme ich mal mit, das Ding. Das macht gut Damage. Look. Hallo, ich bin der Opa Combine und heute springe ich mal aus dem 5. Stock. Hui. Oh. Nun, Dr.
Dr. Freeman. Hallo. Unter anderen Umständen hätten wir mit gegenseitigem Respekt und Vertrauen zusammenarbeiten können, glaube ich. Tja, glaubst du? Ausgehend von der kurzen Zeit, die Sie unter mir in Black Mesa waren. Ein wertvoller und produktiver wissenschaftlicher Mitarbeiter hätten werden können. Aber ich weiß nicht, was sie antreibt. Doch in diesem Projekt ist kein Platz für einen Physiker wie Sie. Tja, dann ist auch kein Platz mehr für deine Inneneinrichtung.